sagen, so ein tödlicher Treffer Escar lohnt sich schon. Räumt mitten in der Arena auf oder gibt One-Hits an Piraten mit Schild oder sowas. Oder das so. Nee, macht auch ordentlichen Damage. Komm, wir haben mehr. Ist das mehr? Kritrate erhöhte und der Waller. Ich habe keine Ahnung. Das ist sau kompliziert. Warum ist mit Rudi? Weil ich vorher gemeint, der Anubis müsste eigentlich dann 500k jetzt raushauen bei seinem Brock. Ja, probieren jetzt mal mit Rudi. Und dann muss ich meinen Druiden bald mal leveln für diesen dummen Boss. Oh, Alter, weil die Kürbissex ist mittlerweile so gut. Sind die Kürbisse besser als dieser komische Druide. Ja, guck mal, guck dir den Damage an. Der kann sich doch sehen lassen. 500k Hit. Zeit, dass ich mal den Druiden level. Also ihr bei CC Friends. Am besten mal entscheiden, was dann besser und nicht ist. Ich schätze mal, er wird sagen, der Ronin, dem Verbrennen auf 8 Doppel-Evo Ausweichen-Skills. Ich spare gerne Splitter zusammen. Wenn es eine Splitter liegt oder sowas, das ist mir egal. Ich werde mal versuchen, eine kleine Reihenfolge anzubringen. Das muss langsam passieren. Ich habe jetzt meine Anubis mit Wut und so auf Level 10. Auf Skill Level 10 gezogen. Jetzt kommt noch das 8. Kriegsgott und danach kommt neues Zeug dran. Ich glaube, ich lade das auf YouTube hoch, weil mir langweilig ist. Können ja auf dem zweiten Account auch noch machen. Na denn, aber ich verstehe nicht, wie die den ganz down kriegen. Der hat ja 2 Milliarden Leben. Aber nein. Millionen und 10 Minuten. Der hat ja 2 Milliarden Leben, der Boss. Also nicht, dass es irgendwie viel wäre, aber das ist einmal die ganze Lebensleistung. Ich kriege gerade mal ein Fünftel davon weg. Komm, da muss jetzt noch was kommen. Da müsste ich doch jetzt theoretisch wieder bloß für 550k kriegen. 551k habe ich anscheinend neuen Rekord damit aufgestellt. Ich habe überall, ich kann es euch nachher mal zeigen, ich habe auf jedem Helden wie möglich tödliche Trefferrunden drauf. 3 Level 3 setzen, Level Set auf. PD. Oh, die habe ich jetzt vergessen. Und das Garten-Sechser. Vorbei. Doch, da geht ja die zweite Hälfte runter. Ich bin mal gespannt. Kürbisse beleben ja nicht. Die geht auch nicht so an der Rose. Die beleben das ja wohl. Jawohl, ja. Das kann sich doch sehen lassen. Die boxen mich immer runter noch. Ihr habt zweiter Platz 2000, so verliert man noch mal weniger, kriegt man noch mal 100 Ehre weniger. Ich lass mir den Scheiß jetzt nicht nehmen hier. Ich finde nicht mal viel, dann habe ich das. Nee, warte. Die Runde wieder wechseln. Und ihr seht auf dem Kürbis ein Dreier, tödlicher Treffer. Da habe ich Dreier gemacht, weil der hat ja das 8. BSC, das heißt, der haut am Anfang gleich mal raus. Also so war der Plan jedenfalls. Rose kriegt wieder slow.
Und was los hat, dass ich irgendwo her hab. Man lad auch einen Dreier. Vierer quicken. Trixi. Krieg fürs PvP für das wahrscheinlich Schlachtfeld, die krieg für die Quick. Hat eine Rudiger ein Bollwerk. Oh Gott, ist das schlecht. Kommt auch nochmal morgen tödliche Treffer rauf. Ich hoffe, das reicht. Und ja, was bleibt auch so. Hat denn der SK eigentlich gehabt? In dem Sinn zu. Ja. By the way, Leute, ich kann mich locker langsam 11 Skill leisten. Es fehlt eigentlich gar nicht. Es kostet nur 5000 Ehre. Ich glaube, das mache ich danach. Die würden mir noch Sasquatch fehlen, dann würde ich die blauen Steinchen mitnehmen und wenn nicht die Drachen. Das ist total dumm gemacht von IGG. Man braucht überall diese Drachen. Bei denen zwei braucht man Drachen, bei dem braucht man den Sasquatch und bei dem dann noch die Spiriter. Das ist voll dumm gemacht. Na komm, guck mal, wie weit wir hochgegangen sind. Ich baue hier gerade nochmal Orden ab, weil. Ich hoffe immer noch. Komm, wir machen in dem Video jetzt einfach noch Quests und machen noch irgendwas Vernünftiges. Ich hebe jetzt auch mal die Splitter auf und warte, bis ich irgendeine Idee habe, wo ich reinopfern soll. Oder ob ich sparen soll für ein Doppel-Evo. Oder mein. Lustig, heute Morgen musste ich noch 126 oder 27 Splitter. Halt so viel Macht hoch und runter gepusht. Ich habe um die 3000 Macht gewonnen. Ja, und bam, zu tot alle. Das ist schade, ich habe ich habe mal ein paar Leiden bekommen, aber ich habe gerade keine Gems bekommen. Ich habe meine 13k Gems halt verrollt. Ich habe alle Belohnungen von diesem einem ausgeben Event aus. Die Rose war auch klar, warum eine Rose. Ich kann es nicht, ich schaff's nicht, die Gems aufzuheben. Ich werde aber nochmal versuchen, ich möchte langsam einen Drachen haben. Komm, haut den dann alles nieder. Ach, das ist nur ein Ronin. Ja. Dann rotzen wir den noch mit weg. Ja, klar. Ich versuch das jetzt, das muss irgendwie möglich sein. Das ist unmöglich. Du kriegst diesen Skill nicht down. Ich sag's euch, unmöglich. Das NFC ist wieder an. Komm, rotz die Helden da weg einfach. Ich sollte eigentlich Mino wieder mit reinnehmen und echt irgendwann ist dafür raus oder so, aber ich mag gerade irgendwie das Team. Natürlich müssen wir jetzt Gold farmen, ich habe irgendwie keine Lust Gold zu farmen. Und dann kriege ich wieder den. Es ist unmöglich, ich schwöre es euch. Es ist unmöglich. Diese Base zu raiden mit diesen Helden. Ich bräuchte den Minotaurus mit. Okay, wird doch nicht so schlimm. Kack, das ist so unnormal. Hallo? Der Sasquatch wird also nicht sterben. Der Kürbis hat, glaube ich, nicht einen Brock abgegeben. Also meine Pläne waren nach Anubis eigentlich auch theoretisch... Ja,
alte fertig machen. Ja, hier gibt es die ganze täglichen Trefferrunden. Ich muss mal mehr tägliche Treffer farmen. Ich max gerade, by the way, erst noch meine Helden aus. Heute ist Gargoyle dazu gekommen. Du bist auch gleich 200. Also ich habe jetzt 7 fast schon gut ausgemaxte Helden. Jetzt kommt die Trixie dran, dann kommt Walle wahrscheinlich dran und dann ich mache die einfach alle so nacheinander. Ich glaube, ich habe auch ein paar genug Rumpunkte. Wenn nicht, dann jetzt mal ein paar Rumpunkten fehlt, dann fange ich an, Helden zu evolvieren. Und wir stehen. Sind ein gutes Stück hochgerückt. Ja. Ich würde sagen, ich wechsle kurz den Account. Bis gleich. Oder eine Sekunde. Gibt's ihm das? Nein. Na komm, ich will das haben. Einfach so for free. Und die Ronin-Copy. Man kann sich die Pakete dreimal holen, ganz ehrlich. 7. Das wäre eigentlich schon ganz gut. 7. Skill, 8. Skill, 5. Talent. Das ganz gut ist, dann kann man. Wenn es ein Kriegsgott oder so wäre, dann können wir einfach 6. Runden kaufen und gleich nach das Skill ausmachen. Holen uns ein paar Rudolfs und einen Ronin, auf den wir gleich packen können. Und den habe ich schon geholt. Bis gleich. Ja, irgendwie lustig für diesen spontanen Part. Hier habe ich auch meine paar Games verrollt. Ich habe das gekriegt. Ich bin darüber ziemlich froh. Das sind 4500 Gratis-Ehre. Ich habe auch einen Rudolf bekommen, ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil ja, brauche ich gerade noch nicht. Ja, ich habe es heute endlich geschafft, meinen PD auszumaxen. 10er Skill, 8er Berserker, richtig geil. Die fehlt jetzt nur noch so eine unkontrollierte Wut, aber ja, one day, maybe. So, nee, wait. Den habe ich jetzt evolviert. Jetzt ist Gargoyle dran. Ich war schon die Splitter. Da habe ich so ein schönes Team. Ich habe nicht genug Gold. Das heißt, das Spiel, ich habe genug Gold. Ich versuche es uns noch neun. Ich habe tatsächlich nicht genug Gold. Ja, dann müsste ich nicht. Ich müsste Michael evolvieren. Dann habe ich keine Kopie. Rockner habe ich evolviert. Da habe ich Kopien gehabt. PD. Sasquatch, den will ich als erstes doppelt evolvieren, weil der geht ab wie Sau. Ich glaube, den mache ich sogar gleich nach dem Gargoyle oder vielleicht mache ich den sogar sofort. Ich habe keine Ehre mehr übrig, das ist heute echt alles rausgegangen für diesen 8er Berserker da. Ich habe nicht eine Evo-Rune. Guck dich den Phantomkönig an, RIP Phantomkönig. Oder ich level den Piraten, weil ich muss so viele Helden noch leveln. Vielleicht wechsle ich die einen nach dem anderen komplett aus direkt. Also ich mache jetzt gleich Sasquatch Doppel-Evo, dann probiere ich Rocken doppelt zu evolvieren. Ich darf jetzt halt nichts an Ehre ausgeben. Ich habe am Anfang viele 5er Boxen gekauft. Ich glaube, das macht auch am Anfang jeder. Jeder kauft sich am Anfang mindestens mal 3 5er Boxen oder so, um die ersten guten Talente zu kriegen. Aber stellt euch mal vor, was ihr alles machen könntet sofort, wenn ihr keine 5er Boxen kaufen würdet. Sie hat eine Rose. Die könnte ich auf dem Account auch gut vertragen. Dann könnte ich Welle T schnell schaffen. Vielleicht ganz schnell Welle AA. Ich habe letztens ein Video gesehen, da hat jemand mit solchen ähnlich guten Helden wie ich. Einfach, die kommen da ganz locker durch alles durch. Bis zum Meister 5, bis Meister Dungeon 5. Perfekt. Hier, wir farmen Gold.
Komisch, wir farmen Gold, kriegen Gold. Sorry, muss ich sterben. Ey, gibt's noch? Hässlicher Ronin. Denkt der kann meine Helden killen? Mann, hat die Post. Doch, ich glaube, ich mache Sasquatch Devo. Nach Gargoyle Evo kommt Sasquatch Devo. Oder erst Sasquatch, weil der haut einfach so verdammt viel Schaden raus. Das ist so nicht unnormal. Und guckt euch an, wie schnell mein Kürbis ist. Das ist schon. Guckt ihr einfach diesen Rücken an, wie der da durchkommt. Ist das nicht sexy einfach? Ganz ehrlich, ich liebe es. Ich mach Sasquatch Doppel-Ebo, glaube ich. Das ist immer ein Top-Held auf diesem Account. Ganz ehrlich, ich bin immer noch so froh, dass ich den gekriegt habe. Aber für ein Free-to-Play, einfach so ein Nebenaccount zum Helden Heldenrollen. Komm, das haltet ihr aus. Ganz ehrlich, was jetzt noch gefallen würde, wäre Valla. Valla und das ganze Team wäre perfekt. So für die Heilung über die ganze Map. Und schnellere Energieholung. Habe ich hier das Paket geholt? Ja. Ich spare hier. Ich habe die Games die drauf untergeholt. Wie gesagt, ich habe das gehabt und ich habe vergessen meine Karte. Ich habe die Karte. Scheiß drauf. Ich habe 190k Damage. Ich nehme das Team. Aber warte mal, ich überlege gerade was. Die erhöht doch. Liebeskummer. 2,5-fachen Schaden. Joch. Dann brauche ich den nicht, den rein. Nehme natürlich Eros mit. Die Tricks ist so schwach, also da kann nichts passieren. Nimm Sasquatch als Tank mit, weil ich weiß nicht, ob die das so aushalten. Das müssen wir nur noch hoffen, weil der Sasquatch muss das einfach. Wir brauchen einen Garten. Dreck. Kacke, welchen hält ich jetzt raus? Ich will unbedingt Sasquatch raus tun. Macht schon so einen guten Schaden. Wie viel macht mein Eros? Prozent nur. Ja, komm, probieren wir es mit Lady Boom. So, ich habe nur gehofft, dass jetzt nicht, dass jetzt nicht zu spät kommt der Zauber. Das sehe ich auch schon oft, die Zauber kommen bei mir zu spät. Jetzt habe ich keine Energieholung, das heißt, Hirixi muss ich hin machen, die darf jetzt keine Streuung abbekommen. So kriegt der Kürbisschaden. Oh shit. Jetzt geht's doch. Jetzt kommt und oh, kalt. Doch, da kommt 130k. Ich sehe 130k reingeklatscht. Ich glaube, das ist die Tricks. Ich glaube, das ist die Lady Boom. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, die mitzunehmen. 2,5-fachen Schaden ist schon nicht zu unterschätzen. Ich hätte noch tödliche Trefferruhen versuchen können, irgendwo drauf zu packen, aber. I don't give a fuck. Ich würde euch jetzt sagen, wir schauen mal, bis irgendwas passiert, bevor wir meine Helden sterben oder bis wir am Ende sind. Bis gleich. Ich glaube, da war es um 120k. Also jetzt kommen hier langsam so die 150k Hits auch mal hin und wieder rein. Also ein paar bloß. Ich glaube, dass es solche waren, aber ja doch, da war gerade eine. Und 120k.
Also ich glaube, wir müssten 200.000 knacken, um ein bisschen mehr Schaden gemacht zu haben. Es liegt auch an den Helden, die machen, die sind in maximal gelevelt, deswegen noch diese paar hunderte Hits, Crit mit 100 oder 1000 Schaden maximal. Ja, seid lame, komm. Ein bisschen mehr, komm bitte. Ah, das war nicht gut. Ich glaube, der Eros macht doch einiges aus. Ja, dann bleiben wir leider hier. Das ist so krank, wenn du musst zuerst drin sein, sofort reingehen, sofort den Boss klatschen. Und dann kriegst du 6000 Ehre einfach. Einfach ins Gesicht geschmissen. Irgendwie ist das krank. Ja, ist heute ein Event? Ich weiß es nicht. Ja, Fackelkampf. Und ich glaube, zum Geg. Warte mal, der Boss. Ich. Das ist Donnerstagmittag, also ich glaube am Donnerstag, am Freitag um 0 Uhr kann ich glaube ich mal im Anubis mal, schätze ich, das Talent geben. Oh, wir können hier abholen. Ich sollte nicht mal hier Macht, ich sollte hier ein bisschen Macht pushen, um auf die 80k zu kommen. Oder? Komm, wir versuchen gerade mal ein bisschen Macht zu pushen, wir haben ein paar Bücher. Wir packen mal die zwei Rockies aus. Packen mal die zwei Ladybooms aus. Wir packen eine aus. Wir packen mal die Lady Leo aus. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht ausgepackt, weil ich die gar nicht brauchen tu. Du. Ja, ich meine, wer braucht Lady Leo? Den könnte ich direkt doppelt evolvieren, glaube ich, den Baum mit Bau. Packen eine Candy Cane aus, aber ich die auch nie brauche. Lass uns überraschen. Ja. Doch, ich habe eine Candy Cane. Komm, wir pushen jetzt kurz auf König. Ist das eigentlich meine erste Lady Leo? Das ist meine erste Lady Leo, die kann ich doch direkt ein bisschen höher ziehen. Hier waren jetzt Mana, wie ich habe. Ich verschwende jetzt nicht nur mehr Rumpunkte. Ich glaube schon, dass es eigentlich eine kacke Idee ist, die alle auszupacken. Ich wollte eigentlich echt im Lager auslassen, aber. Ich war auf Fahren, man kriegt auch mehr Ehre oder mehr Belohnungen in Events, wenn man höhere Ring hat und mehr Macht. Und ich meine. Mehr Zeug ist immer geil. Es gibt Leute, die haben Königsrang, die haben Level 160er Helden so. Da 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 da. 100 Gems pro Tag, das ist auch gut. Jetzt habe ich maximale Belohnung. Ich würde sagen, ist ja mir kurz fertig hier, guck. Und ja. Ich würde sagen, ich jamme die Goldlage frei alle jetzt fertig. Also, eigentlich müsste ich ja jetzt noch ein Mana-Lager oder zwei upgraden, aber nö. Komm, das machen wir jetzt kurz im Video. Ein Gold-Lager upgraden, gucken wir, dann erfahren wir alle, wie viel Gold es ist. Ja, das meine ich von Sasquatch und deswegen will ich den Doppel-Evolvieren. Und übrigens, das Erquicken,
was ich auf Michael getan habe, das blendet so lange, bis ich ein 5er Kriegs-Set habe, mindestens. Junge, haut da rein. Komm, wir sehen es gleich, wenn ich Mana habe. Ich habe es einfach beide gemacht und das könnte man so sehen, als hätte ich einen Cut gemacht mit Absicht, aber ich hatte es gerade nicht. Guckt euch mal das Team an, die zerreißen alles. Und der Rocken auch, der wird auch zerrissen. Es kostet nicht weitere 78 Gems für 172. Alter, fuck off. Wie er alles abzieht, aber mir ist das scheißegal, komm. Ich möchte nicht auf die kostenlose Evo kommen. Nicht Evo, ob Doppel Evo wir jetzt noch Gargoyle, dann habe ich wenigstens ein schönes Team aus PD, Grimm, Gargoyle, Sasquatch und Lady Boom oder sowas für Lava, dann kann ich nicht mehr, dann geht nämlich einfach nicht jeder nur raus. Vielleicht soll ich noch Walle? Walle vielleicht? Oder Schnitte, ich hab einige Schnitte-Kopien. Ja, wie stimmt das reicht für eine Doppel-Evo. Na dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.